Toni macht deine Reinlücke vorbei, deutsche Kartoffeln auf die 1, Glock ein, Rüdiger allein, bleibt im Fern Projekt, dein Sommermärchen. Es steht 2 zu 1, kannst du nicht glauben, Lothar. Rudi Völler wechselt sich selber ein. Das klingt gemein, das Bambi trifft aus 20. Metern, lieber zu früh als später Und in der Abwehr macht es ratatata, tatata, tatata tata, tata. Verteidigung aus den Maschinen Gewehr 2 zu 1 wie Gündo geil Ratata, tatata, ta So Gündo geil. Unsere Mannschaft Deutsche Kartoffeln auf die Eins Kartoffeln auf die Eins. Auf die Eins. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Folge 222, Astra Culada. Es ist der 11. 7. 2024 und Daniel wir sind wieder niemand. Gott sei Dank sind wir niemand. Wir war sind es denn jetzt Hand oder war es nicht Hand? Die, die Hand Gottes. Ja, die Hand Gottes. Ohne, ohne Maradona war die Hand Gottes trotzdem da. Es war trotzdem da. Äh, ein ein, ein, ein Protestschrei durchs ganze Land. Wie ja. kann es sein, dass dieser Schuss von uns Musiala geblockt worden ist, der noch aufs Tor gegangen ist, ja. aber dann ja, ja. halt von... Ähm, Sir Locke abgeblockt worden ist. Sir Locke. <laughs> ob es abgespreizte Hand oder nicht abgespreizte Hand gewesen ist, man hat sich auf jeden Fall tot diskutiert, ich weiß nicht. Der Aufschrei war riesengroß. Ja. Und während in Frankreich die Ultralinke äh, gewonnen hat und äh, man in England immer noch nicht weiß, äh, ob man nach links <laughs> oder nach rechts hüpfen soll, Sie ist deutschlang, deutsch, deutsch. Ist schlank, ist schlank, ist schlank, ja. Sang und klanglos, aber mit einer sehr, sehr guten Leistung einfach ausgeschieden. Und viele haben schon jetzt gesagt, das war eigentlich das Finale. Ja, ja. Das ja, war ja. eigentlich das Endspiel, weil Frankreich ist weiter, die haben sich halt auch einfach so durch diese Ärmse rum, völlig gemogelt, rum, rumgemogelt irgendwie. Holland ist weiter, Holland ist weiter, sie ja. haben sich für zehn Minuten überlegt, wir spielen mal Fußball, krass, oder? So, <laughs> schmeißen, also, völlig irre. Schmeißen die Türken raus und da ist der Schweigefuchs mal wieder. Ja. Äh, der Schweigefuchs hat nicht das gebracht, was er eigentlich bringen sollte. Leider nicht. Also, leider, leider nicht. Also das Deutschlandspiel Spiel haben wir tatsächlich, ich war auf dem Splash, das Deutschlandspiel haben wir tatsächlich äh, nicht gesehen, sondern nur gehört, weil äh, sich das Splash überlegt hat, ey, wenn Deutschland spielt, äh, ballern wir einfach mal zweieinhalb Stunden nichts auf der großen Bühne, sondern bauen einfach eine riesengroße Leinwand auf, beziehungsweise übertragen äh, das Spiel links und rechts auf unsere LED-Leinwände, was sie dann auch gemacht haben. Und äh, jeder, der auf dem Splash war, war. Da und hat sich das Spiel angeguckt. Auf den kleinen Bühnen lief, glaube ich, noch irgendwie Programm, da standen fünf Leute vor der Bühne. Da Clouseau gespielt. Da so gespielt, genau. Und es war so krass, weil bei uns im Backstage, die Bühne war so, war so rechts von uns, ähm, kam dieser Jubel immer in so, in so einem Delay an. Also unten im Backstage lief ein Fernseher und da hat man natürlich das dann auch gehört, wenn irgendwas passiert ist. Und dann gab es immer so ein 4-Sekunden-Delay, so vier, vier bis dieses Rumgeschreie dann halt irgendwie zu uns kam. Und ähm, ja, das war völlig irre. Und dann ging es natürlich auch noch, noch in die Verlängerung. Bedeutete, wir hatten eine spätere Spielzeit, alles musste nach hinten verschoben werden. Und es war richtig schrecklich. Es war richtig schrecklich. Dann nach, wir haben nicht gewonnen, auf die Bühne zu gehen, ist schon. Äh ist schon anders wild. <laughs> Sagen wir es mal so. Da hängt ja die Enttäuschung so ein bisschen. oh das war schon oh. echt, ja, das war schon krass. Und die Leute waren schon echt, äh, echt, echt, echt depri. Ich weiß nicht, wie diese erste Band, die es hier auf dem Splash gespielt hat, auf der großen Bühne, das äh, muss ich nochmal nachreichen. Ähm, die hatten auf jeden Fall so Sturmmasken auf und keine Ahnung und haben so ein bisschen, ja, was war das? Deutsch-Rap Deutsch à la Finch, nur, also auch mit so ein paar Elektrobeats drunter gelegt und so, aber schon sehr, sehr links auf jeden Fall, was sie da äh, gezaubert haben. Und äh, die fanden es nach dem zweiten Song irgendwie nicht so geil, dass so viele Leute mit Deutschland-Trikots da waren und so viele deutschland irgendwie hochgehalten wurden sind und so Deutschlandhüte. Und da hat der Sänger dann einfach mal gesagt: so, Ey, diese ganzen Deutschland-Trikots und so gefällt mir irgendwie nicht. Seid doch mal stolz auf was anderes. Also, also auf dieses Land müsst ihr nicht stolz sein. Was ist los, Mann? Seid stolz auf euch, auf eure Freundin, auf euren Job. Hat so ein paar Sachen aufgezählt. Und ähm, und wurden die Menschen mit den T-Shirts immer schön ausgebucht. Das war, äh, das war sehr lustig. Das fand ich sehr gut. Fand ich ein, ein, ein sehr guter Move auf jeden Fall. Weil oh es war Mann, darf ich darf nicht mal mehr bei der EM <laughs> stolz auf mein Land sein. Nicht mal dann. Oh, nicht mal dann. Nicht mal dann. Tja, da müssen die, die, die ganzen Multimillionäre jetzt halt mal wieder äh, nur zuschauen. Ist halt einfach so. Ach, ne? Ne? Ich, sag, ich sag, Holland macht's. Holland macht's? Ja, ich sag, Holland macht's. Es sei denn, dass, dass, dass am Ende Frankreich und England im Finale sind, die sich beide halt so durchgemuggelt haben und dann halt so ein richtig langweiliges Spiel abliefern und einer am Ende 1-0 gewinnt. Weißt du, so die letzten fünf Minuten noch irgendwie ein Tor schießen oder so. So ein völlig belangloses Finale und dann ist irgendwie England Weltmeister oder Frankreich, wo sie es beide nicht verdient haben im Endeffekt, weil es Mannschaften vorher gehabt, die es auf jeden Fall verdient hätten. Ja. Definitiv. Ich glaube nicht daran. Ich, ich bin, ich hol mein Spanien-Trikot raus mhm. und setze mich dann ganz gemütlich hier in die Hebebühne und guck mir dann alleine mit fünf Leuten dann Spanien gegen. Hast du dieses TikTok gesehen mit. Spanien dem, gegen England an. Äh, hast und du ja dieses, dieses TikTok gesehen mit dem, mit dem, mit dem spanischen Fan in der, in der deutschen Fanmeile? Nein. <laughs> das war so, ich weiß nicht, wo es war. Halt Fanmeile und ein Spanier stand in kompletter Montur, also war deutscher, aber halt Spanien-Fan, ähm, stand halt direkt vorne an dieser Absperrung und. <laughs> Ist halt völlig ausgerastet, wo Spanien gewonnen hat. Also wirklich so völlige Eskalation. Und ringsumher einfach nur so ultra traurige, weinende 15- bis Mitte-20-jährige Typen und Frauen, die halt geheult haben, weil Deutschland raus ist. Und er halt völlig durchgedreht ist. Und ich so, Alter, den Typen sehen wir doch nie wieder. <laughs> Der wird gleich genommen, dann wird er verscharrt und man sieht den Typen nie wieder. Aber den fand ich witzig. Na ja. den fand ich gut. Ah, ich weiß nicht, ob ich es verstehen kann, wenn Leute so überemotional sind. Wir haben ja in der Hebebühne auch ähm, seit der Eröffnung der EM halt unsere EM-Eule und ja. zeigen unsere, zeigen unsere Deutschland-Spiele und das sind auch die Spiele, wo halt wirklich was los ist. Und es muss, muss ich auch sagen, ähm, man kann lästern, wie man will, aber für die Gastronomie in äh, Hamburg zu dieser Zeit ähm, gerade halt auch für die Clubs ist das halt eigentlich ein äh, ja ist ein willkommenes Trostfaster dafür, dass halt die ganzen Festivals hm. die Leute wegnehmen und hier keine, keine Konzerte stattfinden. Also ähm, ich, ich für mich macht es irgendwie traurig, weil es äh, nicht so richtig weiterläuft dann hier in der Hebe, weil es wären nochmal zwei, zwei Spiele gewesen, hm. wo man da hätte sagen können, komm, da, 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 da gibt es halt noch so einen kleinen äh, Bonus so für, für, den, für den immer sehr schweren Sommer. Aber, aber da, zeigt die dir die, die anderen Spiele nicht? Doch schon, aber da ist halt kein Interesse für. hatten ja doch gar nicht. Doch, wir haben schon ah. mal, wir haben schon äh, ausprobiert, irgendwie am Sonntag nach äh, dem Dänemark-Deutschland-Spiel mhm. war hier England gegen... Oh, <laughs> äh, gegen wen haben die denn gespielt? Gegen Slowakei oder Slowakei? Ich glaube gegen Slowakei. Oder... Äh, äh, irgendein anderes Spiel war dann auch noch. Also es waren, äh, beim ersten Spiel war, war eine Person da, oh, die sich okay. ganz gemütlich hier in die Sessel gesetzt hat. Oh, voll geil. Hat. <laughs> und, und das komplette Team. Und beim äh, Spiel darauf waren halt drei Leute da. Ah. So, und dann merkst du ja halt auch so, okay, dass das, das äh, funktioniert vielleicht höchstens halt auf der ähm, auf dem EM mhm, auf, ähm, Fanmeile. auf der Fanmeile mhm. und das wahrscheinlich auch nicht mehr so gut also ich denke mal die Fanmeile denkt sich jetzt auch so Mist alle 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 Stände die da stehen und äh, weiß Gott wie viele tausend Euro mhm. da für, für ihre Standgebühr bezahlen denken sie ja oh, Shit ja so ja, das stimmt vielleicht zum, zum ich kann mir vorstellen dass zum Finale Je nachdem, wer im Finale ist, dass da noch ein bisschen was los sein ja, wird. Das kann sein. So ein bisschen, dass man dann auch als Deutscher so ein bisschen sagt, okay, ich drücke jetzt halt einfach mal den, den dann den Daumen. Die, die Daumen. So, kannst du halt machen. Aber ja, merkst du ja jetzt schon, ne? Also, wenn ich jetzt, ich bin heute Morgen schon John gewesen und wenn du halt durch die Gegend joggst, sagen die, wir, die, die Anzahl der Leute, die ihre Autos mit Flacken wischen. Schön, ne? Ist, <laughs> <laughs> deutlich weniger geworden. Ist deutlich weniger geworden. <laughs> aber, auch, aber auch die Häuser, wo die Fahnen hängen an den Fenstern und keine Ahnung, wo ist auch deutlich weniger geworden. Deutlich ja, ja, weniger, deutlich geworden. du, ich möchte was erzählen, was ich gestern gemacht habe. Ich bin ja ein Flohmarkt-Fan. Ne? Ja. Ich gehe ja gerne zu Flohmärkten mhm. und Hamburg bietet halt jede Woche schöne Flohmärkte an. Und gestern war ich im sogenannten Langhorn, weil mhm. ich äh, folge einer Seite, die heißt, heute in Hamburg. Mhm. Und heute in Hamburg ähm, zeigt den halt auch immer so, was ist los in Hamburg. Und da haben die dann ganz groß gesagt, so in Langhorn befindet sich der größte Garten Flohmarkt in äh, ganz äh, Deutschland. Okay. Also das ist so ein zusammenhängender Ortsteil mhm. und jeder jede Person macht in, in ihrem Garten einen Flohmarkt. Ah, okay, verstehe. Ja. Ähm, wo ich dann auch schon gemerkt habe, dass das -Floh das ein Oldschool Flohmarkt. Flohmarkt, wirklich. Ne? Mhm. du hast dann halt irgendwie so so Häusersiedlung und ja. dann äh, sind die sind die Gärten halt auf. Dann steht da so ein kleines Schild: Wir ja. machen heute Flohmarkt. Ja, und ja. Das gleiche weißt du halt, wo in welches Haus du reingehen kannst, um zu gucken. Ja. Ähm, ob da Flohmarkt, ob da Leute was verkaufen oder nicht. Ja. Also eigentlich eigentlich ganz nice. Ja. Ähm, und ich war da noch nie und <laughs> ich habe dann aber auch schon aus Gesprächen von anderen Menschen mitbekommen: das ist jetzt aber ganz schön kommerziell hier geworden, so viele Leute, wie hier gewesen sind, und so da Bratwurst verkauft ja, ja. und so. Und du kannst natürlich ähm, bei jedem Haus so sehen, welcher, welcher Wandspruch. Dort mhm. ist und äh, wer, wer sich halt gerade als wirklich, wirklich lustig findet. Und ich muss eine Sache sagen. Und ich, ich frage dich, was du davon hältst. Mhm. Dann sind wir dann an so einer so ne typischen äh, Reihenhaussiedlung gekommen. Und die eine Haushälfte, da war natürlich halt auch hier. Wir machen halt Flohmarkt. Und über dem Schild war ein großes Schild angebracht mit dem Hausherrn, einem Bild vom Hausherrn. Mhm. Sah er aus wie ein Bild für einen. Für ein politisches Plakat, mhm. Also, mhm. jetzt nicht sonderlich gut fotografiert, mhm. auch jetzt nicht Instagram-like, sondern hier wird der Hausherr präsentiert und da steht halt drauf, oder da stand halt sowas drauf wie: ähm, Liebe Leute, ich verkaufe nicht nur auf den Flohmarkt, sondern ich bin auch außerhalb des Flohmarkts ein fantastischer Typ. Ich habe einen sechsjährigen Sohn, aber leider fehlt mir die Liebe meines Lebens. Solltet ihr Interesse haben, könnt ihr mich. Jederzeit hier ansprechen. Ich bin die ganze Zeit hier vor Ort auf dem Flohmarkt und unter diesem Schild war, war äh, so, so direkt daneben am Haus, ähm, dass dieses also dieser klassische witzige Spruch, den manche man hat, es gibt ja Leute, die haben so klassische witzige Sprüche, KPDM und sowas. Mhm. Ja, bei ihm halt nicht, ähm, sondern es war so ein Spruch wie: ähm, Jeder Dritte, der über den Hof läuft, wird erschossen. Gerade war Nummer zwei da. <laughs> wow Und das in Verbindung mit, mit Ich möchte gerne eine Frau finden Ich möchte gerne eine Frau finden Oh, schlecht <lacht> <lacht> Und meine Begleitung hat auch gesagt, als wir dann äh, auf diesem Hof gewesen sind und uns die Sachen angeguckt haben, können wir bitte gehen? Das finde ich gerade ein bisschen gruselig. Ja, verstehe ich, verstehe ich total. Äh, jetzt ist aber meine Frage: ja. so, Was macht jetzt den Unterschied, ob ich jetzt bei einem großen Flohmarkt, mhm. Deutschlands größter äh, Haussiedlungsflohmarkt der Welt, wenn ich jetzt ein Bild dahin mache wie meiner Single Party, du, äh, ich bin jetzt gerade frei und suche die Liebe meines Lebens zu äh, einem äh, Online-Dating-Portal wie mhm. Tinder. Mhm. Weil auch da packst du ja dein, dein, dein Bild halt hin ja, ja. und auch da äh, machst du einen guten oder weniger guten Beschreibungsspruch. Was ist der Unterschied daran, warum ich das super cringe und peinlich finde, wenn der jetzt aber auf, äh, auf, auf Tinder oder auf Bumble gewesen wäre, hätte ich jetzt, äh, weiß ich nicht, hätte ich als Frau einfach nach links gewischt und hätte gesagt, nee. Uh, sorry, boy. Ah, zwei Faktoren. Einmal ist es ein Flohmacht und keine Partnerbörse. Äh, zweitens, der Spruch da drunter mit dem, mit dem Erschießen. Also, wäre der Spruch da drunter mit dem Erschießen nicht gewesen, hätte ich gesagt, ja, kann man machen. Du musst halt aber auch bedenken, der mit dem Erschießen, der war schon fest am Haus. Ach so, ja, dann hätte ich das Bild dr drüber gepackt. <laughs> Von mir selber. Weil der, der Spruch geht halt gar nicht. Also der Spruch zeigt, zeigt weder, dass du witzig bist noch irgendetwas. Also nee. Nee, 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 also ohne den Spruch hätte ich gesagt, ja, kann man machen, es kommen ja viele Leute halt, ist zwar ein Flohmarkt, aber vielleicht ist da ja die ein oder andere Frau oder Mann, man weiß es ja nicht, ähm, der da Bock auf den Hausherren hat und den gern kennenlernen möchte. Aber der Spruch, nee der, nee, der Spruch macht's für mich kaputt tatsächlich. Es ist wirklich nur, nur der Spruch. Ja, aber dann wartest du denn da vorne und hast dann irgendwie deinen selbstgemachten Butterkuchen in der Hand und dann kommen die ganzen Leute vorbei und jede Person, die dich nicht anspricht, hat so dieses, na, sprichst du mich jetzt gerade an, weil du. Mhm jetzt das alte Messer von vor 20 Jahren da kaufen willst oder die alte Porzellanfigur oder den, den, den Wackeldackel oder willst du, willst du jetzt mit mir ein Date haben? Finde ich, wie gesagt, finde ich, find ich nicht schlimm, weil es halt so, so live live ist. Ne? Also die Person kann dich, kann dich ja direkt ansprechen, wenn sie Bock hat. Und auch Real ansprechen und nicht irgendwie äh, eine Nachricht schicken und dann wird Ewigkeiten rumgeschrieben und dann trifft man sich da irgendwie, keine Ahnung. Eigentlich finde ich es ganz süß. Weil er hätte man ein besseres Bild nehmen sollen. Und wie gesagt, der den Spruch, halt auf jeden Fall das Bild über den Spruch. Und dann kommt die nächste Frage. Was trennt denn ähm, dieses, äh, dieses Konstrukt einer, einer Dating-Plattform? Denn von dem, ich mache mir jetzt ein Shirt mit meinem Gesicht und einem Spruch drauf. Du, ich bin Single, kannst mich gerne ansprechen. Ah, das ist, ah oh, nee, das oh, weiß ich nicht. Das ist so Ballermann-Scheiße. Solche, solche Shirts gibt es auf dem Ballermann. So, Gesicht von jemandem drauf und ich ficke wie ein Weltmeister, weißt du, solche Geschichten. Ja, aber dann steht ja nicht drauf, ich ficke wie ein nee, Weltmeister, aber, sondern das heißt so, mit so einem netten ach, Hallo, nee. ich bin ein lustiger mit 42er, ich habe einen Jungen und äh, der, der, der ist auch fast gar nicht so blöd, wie er aussieht, und äh, nehme ich doch mit. Nee, finde ich nicht geil. Ich brauche eine Frau nee, fürs Leben. Nee, nee, das, das ist, das ist, das, das, das ist drüber. Das ist irgendwie drüber. Also, ich finde, so bei so einem Flohmarkt, wenn man da unbedingt Bock drauf hat und einem das nicht peinlich ist, das zu machen, kann man das machen. Aber ich finde, so ein Shirt zu tragen, für das finde ich, das ist peinlich, auf jeden Fall. Also, jetzt frage ich mich halt gerade, ob das Flohmarkt-Ding da wirklich drüber stand oder ob dieses Schild nicht die ganze Zeit da hängt. <laughs> Das kann natürlich sein. So, aber naja, ähm, sagen wir mal, der, der, der nächste lustige Gartenspruch war noch gewesen, wenn während Sie hier klingeln, können Sie mit den Gartenzwergen reden. Ähm, und ähm, Horn, also, ein, ein witziges Fleckchen. Langhorn, ein witziges Fleckchen. Ich habe auch <laughs> nix gekauft. Oh, also es war, sagen wir so, ich gehe dann. Nee. <laughs> ich gehe dann, ich, äh, nee. Also, sagen wir so, ich kann's, ich kann's nicht empfehlen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, wo man sagt, der ja, hat mal große Beute gemacht. Ja. Uh, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man dann doch irgendwie eine andere Einstellung hat. Waren schon sehr viele, waren, waren schon sehr viele Deutschlandflaggen, die ich genau in Ich wollte gerade sagen, waren zu viele Hit 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 Hitler-Porträts da oder was. Konnte dich entscheiden. Nein, waren, schon, waren schon sehr viele Gartenzwerge ja. und Deutschlandflaggen in den Gärten. Mit so Schnurrbärten. so. <laughs> So, aber wir haben was ganz vollkommen anderes, denn es gibt eine tolle Nachricht. Es ja. gibt eine tolle Nachricht. Ja, es für, gibt endlich mal eine für, tolle Nachricht. Für für endlich Hamburg. mal eine tolle Nachricht für Club Hamburg, ja. für für Club, Club Landschaft Hamburg, für, für, für Kulturlandschaft Hamburg, für für die für, fürs Reeperbahn Festival. Weil Sie müssen sich mehr drüber nachdenken, was Sie eigentlich nächstes Jahr ohne das Molotow machen, weil das Molotow <laughs> hat nämlich einen neuen Ort gefunden, ja. wo Sie jetzt ihre Live-Musik präsentieren können. Aber weißt du, wo das ist? Ich, ich weiß überhaupt nicht, wo das sein soll. Du weißt gar nicht, wo das ist. Nee. Du kennst nicht das Mondu. Ich hab, nein, die gehen ins Mondu. Die gehen ins Mondu. Was? Das Molotow geht ins Mondu. Wie, das Mondu macht zu, oder was? Naja, sie werden auf jeden Fall keine Parallelveranstaltungen machen, wenn Krass. das Mo Molotow da rein okay. Also ich bin da, off also so laut, also ganz ehrlich. Ja, ich, ich habe es mir auf Google Maps angeguckt, ich wusste aber nicht, was da ist. Doch, jetzt, jetzt machst du mich aber... Ich hab das doch gelesen, dass die ins... Ich hab ja doch so gelesen, dass sie ins Mondu gehen. Ins also, das Mondu macht dann wohl dicht. Äh aber erinnere ich mich ans Mondu, dass die aber nur eine Ebene haben, oder nicht? Nee, die hatten früher zwei Ebenen. Jetzt... Oh, Anfang Jahres ziehen wir in die Reeperbahn 136, wo schon die Beatles und äh, die Livebirds spielten. Reeperbahn... 136. Geh doch mal auf Google. Ja, da gehe ich nochmal auf Google. Reeperbahn 136. Reeperbahn. Reeperbahn. 136. Ähm. was ist denn hier los Ach Reperban 136. Das ist aber schlecht vorbereitet. Ich dachte, ja. du bist da schon ein bisschen nee, besser drin, weil du einfach nee, nee. nee, gar nicht. Ich hatte andere Sachen zu tun. Ja, drin. natürlich. Wie immer. So. Reeperbahn. Nee, ins Mondu. Okay. Es gibt ja. Reeperbahn 136, da hast du das Mondu, okay. da ist die Ritze und ja. da ist unterm Strich. Und du musst, ah, ja, jetzt so, ja, du okay. musst dir jetzt so vorstellen, das Mondu war früher, ich war da. Früher. Ich war da einmal drin auf dem Reeperbahn Festival, weil da was lief. Ich Ach, war, noch war noch nie da drin. Okay, ähm, das Mondu war in der Zeit, als ich noch studiert habe, so der hippere Place für die hipperen Leute, mhm. ähm, weil die am Anfang sehr viel Elektro reingebucht haben. Die haben ganz viele Ad-Banger-Themen mhm. gehabt, falls sich noch Menschen äh, äh, des älteren Jahrgangs äh, erinnern können. Ad-Banger war mal der Scheiß in der Indie-Disco-Elektro-Szene. Also viele Ad-Banger-Themen haben sie reingebucht, viele Ad-Banger-DJs haben sie reingebucht und die haben versucht, aus dem Mondu irgendeinen hippen Elektro-Indie-Laden mhm. zu machen, was überhaupt gar nicht funktioniert hat. Obwohl sie ein tolles Booking gehabt haben, ist dann niemand hingegangen. Und dann haben sie den unteren Bereich gehabt. Mhm. Und der untere Bereich war, was man heutzutage äh, von der Landjugend als Black Floor bezeichnen würde. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, irgendwann so Mitte der 10er jahre hat sich auf jeden Fall, äh, haben sich die Clubkinder ähm, den unteren Bereich geholt mhm. und haben es unterm Strich äh, mhm. getauft. Und ähm, das Mondu ist aber weiter so als, ähm, man, wem hat man denn da so mitgenommen? Die Erstis. Das war so eine Erstes, mhm, Erstes, mhm, Ers, mhm. Baller und Saufi. Hip-Hop-Black RB-Geschichte. Ja. Na, auf jeden Fall ähm, bist du da immer mit einem kleinen, mit, mit der, mit der viel zu hoch angesetzten Mütze. Mhm. So, also als wenn man dir die, die, das Käppi nur so leicht auf den Kopf geworfen hätte und dann so leicht angeschrägt so hätte. Wie Petro Lombardi so, so Lombardi, so wie Petro Lombardi. Oder halt mit dem, mit dem kleinen Schwarzen und den mhm. viel zu hohen Schuhen. Da, so bist du da halt reingekommen und jetzt geht äh, das Mondu da rein. Äh, jetzt geht das Molotow da rein. Aber das Ding gehört doch dem Typen, dem auch äh, dieser geile Laden auf Silf gehört im Übrigen. Döp, döp. Ja. Döp, döp. Ja, ja, das ist das der dem dem gehört auch das äh, Ding. Nein. Ja, ja. Ist das jetzt eine gefährliche Hi nee, ist das Ist nee, gefährliches nee. Halbwissen? Das hatten wir doch, wo wir wo wir beide auf der äh, Jahreshauptversammlung vom Club kombiniert waren, Hab ich doch das Mondu mit dem wie heißt das Ding an den tanzenden Türmen mit dem Mojo. habe ich, hab ich doch das das, das Mondu mit dem Mojo verwechselt. Du jetzt glaube ich jetzt verwechselst du aber schon wieder was. Wir nee. haben es, es ging um einen anderen Club und es ging nicht um das Mondu. Und um was es denn? Ja, ich ähm, es geht doch um den Technoladen auf der Talstraße. Hä? Nee. Ah. Wie Wie wir halb wissen, äh, egal. Die, das so, Leute das vergesst, das dann, kommt, vergesst, wieder, dass das Mondhof kommt da rein voll geil. Also, die haben es, es gibt also übernehmen die auch den unteren Teil der Clubkinder. Das weiß ich nicht. Weil, ich glaube nicht. Ich glaube, unterm Strich bleibt. Vielleicht das okay. ist so es ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, wo man sagt, so, hey, so. wenn ihr wenn ihr keine Veranstaltung habt, können wir vielleicht da unten wie beim Karate Keller. Ja, 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 ja. So, okay. vielleicht die die sind ja auch nicht weit voneinander entfernt. Also ich kann, ich kann ja, mir ja, schon ja, vorstellen, ja, ja. dass die Clubkenner mit ja. dem Molotov halt ziemlich gut aber zusammenarbeiten. Was passt denn kann. da rein an Menschen? Also ich fand, also wenn ich das noch in Erinnerung hatte, war das halt schon so aufgebaut, wie halt so eine Disse aufgebaut ist. Da musst du, halt schon, musst du halt schon ordentlich was wegmachen, damit du da halt auch ein vernünftiges Konzert, also nicht, dass die molotow leute das nicht können, natürlich können die das, aber das, das war halt schon so Disse-mäßig. Du hast... Du hast drei Tresen, falls du dich daran erinnerst. Ja, kannst. das weiß ich noch. Ja, ja ein Man ganz kommt langen, durch den langen genau. Tresen, kommt man rein, ja. man geht über die Treppe ja. und dann bist du erstmal in diesem Raum und siehst auf der rechten Seite einen L-Tresen. Ja. Und ähm, dann auf der linken Seite ist so ein ovaler mhm. Rundtresen mhm. Und dann gehst du auf die Tanzfläche und die Tanzfläche ist ähm, ein bisschen also so ein bisschen eingelassen in den mit Boden. Treppen. Mit Treppen ja. in den Boden. Genau. Und wenn du die Treppen nach oben gehst, hast du noch direkt auf dieser Bühnenhöhe, ja. hast du noch einen Tresen gehabt. Und auf der linken Seite war der vip bereich ja, Das genau. weiß ich nämlich, ja, ich weil ich nicht. mir 2011 nämlich ein Bänderiss zugezogen habe, weil ja. ich mich vom vip bereich runtergeflogen bin. Oh. Aber du weißt, was ich meine, mit das Ding als Konzertlocation umzubauen. Das Ding als Konzertlocation, das wird interessant. Ja. Ähm, aber machbar. Machbar. Ich weiß jetzt ganz genau schon, wo, der, wo, wo die Bühne stehen ja. wird. Wahrscheinlich ja. gerade auf ja, ja klar, auf jeden Fall. So, und dann denke ich, dass da 500 bis 600 Leute reinpassen. Ja, okay. Wenn du diesen Oval-Tresen, entweder, entweder du machst diesen ovalen Tresen weg oder du machst diesen seitlichen Tresen Ach, weg. Also beide Tresen, beide Tresen würden nee, nicht würden. aber du musst vor allen Dingen diese scheiß Treppen wegmachen, weil du sonst überhaupt keinen kein, kein Platz hast. Also... Du hast ja, du hast ja vor der Bühne, also wenn du die Bühne da machst, wo du, du gerade sagst, ähm, das ist pff, schwierig, weil die Treppen sind so überall komisch, weißt? Also sie sind ja überall, überall gehen ja irgendwo so kleine Treppchen runter. Dass du, dass du überall ist ja, Sturzgefahr. Aber, ja, ja genau, ja, genau. Das ist schon. Aber cool, dass die jetzt einen neuen Platz haben. Voll geil, das Molotow lebt weiter. Äh, das ist doch schon mal schön. Ich finde es auch schön. Ich find's total schön. Ähm ja, also ich, ein, ich bin ein bisschen traurig darum, dass es keinen Außenbereich mehr gibt. Ja, das ist richtig. Backyard es gibt keinen Backyard mehr. Ja, Backyard das ist Molotow weg. wird aber dann halt wieder sozusagen ein, ein Club, der halt ein Club ist. Ja, ja. Du hast nicht mehr dieses, wir gehen mal nach oben, ja. gucken, was da ist. Genau, ist ein oder ein Club. Einen Karatekeller ja. oder Na, schauen, gut, wenn sie unten unten, es unten nutzen können. Schon? Wenn, ja, das schon. Um, aber sie sind zumindest schon mal nicht wegrationalisiert ja. worden. Und, und auf der anderen Seite denke ich mir, jetzt bist du aber so richtig mitten. Mitte das habe ich gerade auch gedacht, jetzt bisschen mitten mit den, bei den ätzenden Leuten. <laughs> man kann es uns ja auch nicht nee, recht machen. Man kann es auch recht nicht machen. recht machen. Nee. Ich meine, du hast den großen Vorteil beim alten Molotow gehabt. Du bist am Anfang der Reeperbahn ja. gewesen ja. und du musstest nicht in den Strom der Pinneberger hinein. Ganz genau. Und beim ganz alten Molotow war es eigentlich auch so. Meine ich im, doch. Ja, aber beim, beim ja. jetzigen Molotow ja auch. Ja, also du hast einfach den Anfang der Reeperbahn genau. oder das Ende der Reeperbahn genau. gehabt und du konntest halt immer ja. äh, überlegen: Gehe ich. Ähm, wie, wie gehe ich eigentlich? Es den, gab Wege, wie wie gehe ich genau. die Touristenstrudel aus dem Weg? Genau, und da gab es Und gute Wege. bist du mittendrin. Jetzt gibt es keine guten Wege mehr. Jetzt musst du leider mitten durchlaufen. Ist so. Jetzt hängst du halt nämlich direkt an der Talstraße ja. und ja. bist da halt auch, glaube ich, direkt beim ersten s bahneingang davor ist das. Mhm. Und dann, äh, na ja, dann ja. kommst du erst im Aware-Bereich. Aber hey! Das Gute daran ist, die ja. haben jetzt was gefunden, ja, haben die mehr Fall. Zeit für uns was zu suchen. Ja, ich bin mal gespannt. Äh, wir könnten ja, ich kann ja gleich nochmal äh, un, unserem Herrn Kaiser, liebe, liebe Grüße, äh, nochmal eine whatsapp, eine, eine WhatsApp schicken und sagen: Ey, ihr habt das Molotow jetzt gerettet, jetzt fangt mal mit uns an. Voll geil. <laughs> Wann geht's denn los? Wir hier? möchten auch gerettet werden. Ja, wir möchten auch gern gerettet werden. Ähm, Wann geht's denn mit uns los? Du musst nochmal erklären, wer dieser liebe Herr Kaiser ist. Ach, Luk Lukas Kaiser ist äh, von der äh, äh, Kulturbehörde in Hamburg mhm. und äh, ist unser. Ansprechpartner oder war unser Ansprechpartner oder ist unser Ansprechpartner, wenn es darum geht, äh, wo kommt denn die Astra-Stube hin und vielleicht, wo kriegen wir auch nochmal vielleicht Geld ein bisschen her, so. Dafür ist Herr Kaiser zuständig, äh, weil er die richtigen Menschen kennt, um, äh, um dort auch alles in die Wege zu leiten und der ist so ein bisschen unser, unser, unser Ansprechpartner. Dafür. Ja, und wenn, wenn der Herr Kaiser jetzt vielleicht ein bisschen Zeit hat. Weil genau, hat er jetzt ja. ja genau, ist er, ist er gerettet weil so. ist ja gerettet. Dann kann er dem Roster ja, ja, ja mal ja sagen, ja. so, hör mal zu, mein Freund, jetzt hast du nämlich das Molotow gerettet. Es gibt aber auch noch andere Clubs, die jetzt hier gerade warten. Wie sieht es denn aus? Dann wollen wir mal gucken, was da bei Cool, dann gehen wir ins alte Molotow. <laughs> da kommt auch ein Hotel hin. Wir wollen nicht auf den Kiez, Herr nee. Prosta. Ja. Wir wollen nicht auf den Kiez. Schwierig, schwierig. Ach, Daniel. Man merkt so richtig, du hast, du hast keine gute Laune heute. Nee, Daniel hatte, du, kommst, du kommst überhaupt nicht rein. Nee, nee, komm überhaupt nicht rein. Du, du, du musst mich heute, heute so ein bisschen mitziehen. Das Wochenende war ziemlich, ziemlich heftig und ziemlich krass. Und äh, ich bin zum ersten Mal äh, nach einem Festivalwochenende nach Hause gekommen und habe gesagt: So, ey, wisst ihr was? Ich fange wieder bei der Bank an. <laughs> oder ich mach, oder weiß ich nicht, ich werde ich werd wieder Schwimmmeistergehilfe und, und suche mir einen Job im Freibad oder so, wo ich, nicht, wo ich nicht so einen Stress habe. Das Wochenende war auch immer ziemlich, immer ziemlich stressig. Und Splash ist halt Splash, das ist halt immer ein bisschen nervig, aber ich muss sagen, dieses Jahr war das Splash äh, an sich von der Organisation her und vom Artis-Care her wirklich hervorragend. Also, also wirklich, das war ganz, ganz toll, es waren unfassbar liebe Menschen, die dort gearbeitet haben, ähm, die super entspannt waren und alles war irgendwie kein Problem und wenn es ein Problem gab, hat man es gelöst irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Das war ganz, ganz toll. Ähm, wir waren sehr früh da morgens. Wir saßen schon, also Robert in unserer Produktionsmann, ich saßen irgendwie schon um halb neun. Äh, sind wir reingegangen, haben entspannt geduscht. Neun Uhr gab es Frühstück. Es war auch kein Mensch da, was total geil war. Wir waren die einzigen Menschen in diesem Artist Village, die gefrühstückt haben um neun. Und ähm, haben dann richtig schön gefrühstückt. Da haben wir uns draußen hingesetzt. Sonne hat geschienen, Kaffee getrunken. Dann ist so langsam unsere Crew angekommen, ähm, hat auch gefrühstückt. Und wir saßen echt irgendwie so bis elf, halb zwölf, einfach völligst alleine in diesem Artist Village. Das war total geil. So Ruhe. Und dann kamen so langsam die ersten Künstler und Künstlerinnen an. Und ähm, ich muss sagen, dann war die Stimmung sofort ein bisschen... Ein bisschen sehr männlich-maskulin nervig, um das mal vorsichtig auszudrücken. Morgens um 11 schon. Ja, dann sagen wir mal so um 13, 14 Uhr. Aber es gab dann so Situationen, es gab halt ein Catering-Zelt und man in diesem Catering-Zelt saß rechts ein, 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 ein nettes Mädel oder ich glaube drei in Schichten oder zwei in Schichten, die halt dein Bändchen abgescannt haben. Du hast so ein Bändchen gehabt, so ein Festivalbändchen mit so einem QR-Code drauf und die haben das halt abgescannt, um zu wissen, ey, wie viele Leute gehen denn überhaupt essen. Weißt du, einfach auch so für die, für die, für die nächsten, für die nächsten Festivals. Und ohne dieses Bändchen bist du da halt nicht reingekommen. So. Und ähm, irgendwann kam dann äh, eine, eine Crew an, äh, bestehend aus, weiß ich, acht, neun Leuten, die noch keine Bändchen hatten. Keine Ahnung, wie die überhaupt in diesen Bereich reingekommen sind. Das ist die nächste Frage. Und ähm, die wollten da halt rein. Und dann hat das Mädel den ganz äh, lieb erklärt, dass das halt nicht funktioniert, weil sie brauchen dieses Bändchen, um hier reinzukommen. Es gibt kein Frühstück. Und die sind halt sofort in agro modus gegangen und haben halt dieses arme Mädel da halt so angegangen und äh, ob sie, sie, sie nicht wüsste, wer sie sind und äh, bla bla. Und das Mädel so, nee, ich habe absolut keine Ahnung, wer ihr seid. Und das ist auch überhaupt nicht meine Aufgabe, das zu wissen. Meine Aufgabe ist nämlich hier zu sitzen und äh, euch zu scannen. Das fand ich ziemlich geil von den Mädel, die dann wirklich einfach so, ne, so ein bisschen so, hör, hör mal zu, mein Freund, es ist scheißegal, wer du bist. Ohne Bändchen kommst du halt nicht rein. Und das fand ich sehr cool. Und ich habe am Ende des Abends, so gegen 22, 23 Uhr, nochmal mit dem, ähm, würde zugemacht haben, wollte ich noch schnell schnelle Cola haben, Die haben wir schon zugemacht und dann bist du hier hin, ich so meinst ich könnte noch mal eben schnell eine Cola rausholen und sie so natürlich, ihr wart ja auch den ganzen Tag total lieb, ihr wart von der Juju-Produktion, ne? ich so ja richtig, ihr wart wirklich Zucker, ich so das ist schön zu hören, voll lieb, dann durfte ich mir eine Cola holen und dann habe ich sie noch mal gefragt, wie war denn dann dein, dein Tag so, und ich stand dann draußen, hat geraucht so und sie so äh, ich bin da wirklich hart im Nehmen, aber das war heute wirklich so, dass du einfach von 80 der Leuten wie Dreck behandelt worden bist und ich so okay, das ist äh, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich fahre jetzt äh, nach Hause beziehungsweise in mein, in, mein, in mein Hotel oder meine Unterkunft, werde mich hinlegen und muss diesen Tag erstmal Re Revue passieren lassen. Also ich verstehe einfach nicht, wie man, wie man so sein kann. Ne? Also Wie man als Künstler oder ja. als Künstlerin so sein kann, dass man... Von oder oben, als Crewmitglied auch. Oder, oder als Crewmitglied. Von Oma herab. Ja. ja, du bist ja hier nur eine blöde Seku-ische, Entschuldigung die hier halt irgendwas scannen soll, also Quatsch bin ich voll. So, ich bin aber der und der, oder ich bin von der und der Crew, jetzt lass mich mal hier rein, bla, 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 Wie asozial, schon asozial, sag man nicht mehr, wie scheiße willst du eigentlich sein? Also wirklich, sei doch einfach nett zu den Leuten. Die arbeiten hier den ganzen Tag für dich, ey, die sitzen da irgendwie sechs Stunden und müssen sich halt wirklich scheiße von, von, von Leuten anhören. Und die macht einfach nur ihren Job. Also, ne, die will, ja, die will ja nicht, dass ihr nichts zu essen kriegt. Die muss einfach nochmal scheiße diesen Code Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. So, aber auch die Sekus, die vorne standen, wenn du, wenn du in diesen Artes-Bereich rein wolltest, die kontrolliert haben, ne, hast du das richtige Bändchen. Auch die wurden die ganze Zeit dumm angemacht. Die ganze Zeit. So, ja, aber gestern bin ich hier auch ohne Bändchen reingekommen. Ja, es ist mir ganz egal, ob du gestern hier reingekommen hast. Weißt du denn nicht, wer ich bin? Ich bin der Manager von bla, 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 bla. Ja, die haben aber gestern gespielt und nicht heute. Also hast du heute hier nichts zu suchen. Nur so, wirklich die ganze Zeit. Und die hatten wirklich sehr nette Securities. Also wirklich, die waren super lieb. Echt, ich habe das Seku-Briefing gemacht, wo wir aufgebaut haben mit Juli, bin ich runter zu den Sekus, habe mir den Seku-Chef geschnappt, habe einmal kurz gesagt, so moin, ich bin der und der, wollen wir mal kurz eben drüber reden und er so, ey voll cool, dass du schon so früh kommst, dann komm wir hier an, hat mir einen Kaffee gemacht aus so einer Kaffee-Espresso-Maschine, die er an der Bühne stehen hatte, so unter der Bühne hat er sich so eine Kaffeemaschine hingestellt, so richtig geil, habe ich mit ihm ein Käffchen getrunken und dann haben wir kurz drüber geschnackt, was denn so passiert bei der Show, war alles cool für ihn und die waren alle total nett. Wir waren alle total nett. Auch nach der Show äh, war das super voll, wo wir von der Bühne runter mussten. Und wir konnten tatsächlich nicht runter, weil überall nur Menschen waren, die halt irgendwie Fotos machen wollten und keine Ahnung was. Und äh, Judith wollte unbedingt noch zu Beach Stage, Juju meine ich, und zu Beach Stage und sich da einen Künstler angucken. Und äh, dann stand da oben Security und der meinte halt so: äh, Ey, sonst soll ich euch irgendwie in den Backstage reinbringen. Und ich so: Ja, nee, müssen wir noch nicht hin. Wir müssten zu der Bühne, die hier direkt gegenüber ist. Und er so: überhaupt kein Problem. Pfeift einmal, zack, hatten wir vier Sekus da. Und die haben uns dann mit, acht Leute waren wir, glaube ich, acht Leute so, haben sie uns umringt und dann haben die uns dann zu der Bühne geleitet. Und das war halt voll geil und total nett. Und die sind auch die ganze Zeit da geblieben. Bis diese Show von diesem Künstler zu Ende war und haben dann im Endeffekt die Reisegruppe wieder von der Bühne in den, in den Backstage-Bereich gebracht. Also hätten die nicht machen müssen, war nicht abgesprochen. Das war einfach nur so, ey, wir haben gerade Zeit, wir machen das jetzt. Und das habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gehabt, dass du so tolle, nette äh, Securities hattest. Meinst du, dass die Erwartungshaltung von großen, mittelgroßen und auch, sagen wir, kleinen KünstlerInnen, die aber denken, dass sie viel, viel größer sind, dass die, dass die zu hoch angelegt ist? Absolut. Woher kommt das? Keine Ahnung. Vielleicht Wollen, wurden die zu sehr gepudert in die, den letzten Jahren in, in den letzten ja, Jahren? Ja, ich glaube einfach, dass die durch, durch TikTok und Insta, wenn man sich da halt die Zahlen von einigen Künstlerinnen und, und, und Bands und Künstlern anguckt, vor allem in diesem, ich sag's mal, Hip-Hop-Bereich, ähm, ist das schon, ist das schon ganz schön krass und vielleicht verwechseln die auch einfach die Realität, ähm, wo sie, wo sie, wo sie gerade noch stehen weißt du im, im Line-up oder 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 überhaupt so da sollte man einfach vielleicht mal die Kirche im Dorf lassen und selbst große Produktionen sollten einfach die Kirche im Dorf lassen und alle Menschen die dort arbeiten einfach nett behandeln weil nur so kommst du weiter weißt du ich bin morgens zum Arztis Care gegangen habe gesagt moin hi ich bin Daniel ich weiß wir sind echt früh dran ähm, aber gibt es schon eine Möglichkeit dass wir vielleicht duschen könnten bevor alle anderen wach sind und so sei einfach nett und du kannst schon vorher rein Weißt du? Ja. Und das hat, dieser erste Kontakt morgens mit denen hat einfach den Weg geebnet für den ganzen Tag. Ist so, wirklich. Die, die, ständig kam irgendjemand auf uns zu und fragte, ey, ist alles okay bei euch und so und braucht ihr vielleicht noch irgendwas und wir so, ah, das und das wäre vielleicht noch ganz nett, hat aber überhaupt keinen Stress, kann auch irgendwann kommen und so. Sei so, ja, einfach nett zu allen Leuten, dann kriegst du halt auch alles. Bist du halt scheiße zu den Leuten, merken sich die Leute das und die machen die, ihre Arbeit natürlich trotzdem, aber halt äh, nicht gerne und haben keinen Bock und vielleicht kriegst du dann am Ende halt das... Tüpfelchen oben drauf halt nicht mehr, weil du dich halt Scheiße benommen hast den ganzen Tag. Ja. So und man muss sich einfach nicht Scheiße benehmen. Alles funktioniert. Alles funktioniert. Es gibt ja auch gar keinen Grund. Nein, es gibt null Grund. Es gibt also keinen Grund. Also bei diesen großen Mainstream-Festivals, ne, du hast halt krassen Artist-Bereich, du hast Container, ja. wo alles für dich drin ist. Ja. Da ist schon jemand da gewesen, ja. der hat dir wahrscheinlich auch einen, einen Teppich da reingetragen. Ja, natürlich, und das, das ist, war da alles sind voll so, schön. Sofas, ja. irgendwelche Kühlschränke, da sind auch schon deine Getränke -Halbe ja. drinne. drin. Genau. Und das ist alles for free. Unfassbar, zu genau. deiner Gage. Genau, zu deiner Gage. Es genau. Ist alles danke. For free. Ja. Ne? und dass da Menschen um sich herum sind, die sich um dich kümmern und sagen, du, wir haben auch noch eine Masseurin hier, können, wenn du brauchst. Sowas hast. genau, sowas zum Beispiel. Ey, braucht du eine Massage? Oder ey, bei uns im Rider steht, also bei Julio im Rider steht drin, dass wir halt einen Schminkspiegel brauchen. So, was bei sehr vielen Künstlerinnen drin steht, dass man sich halt vor der Show vernünftig schminken kann. So, es ist immer ein bisschen schwierig, so einen Schminkspiegel zu kriegen. Meistens hast du halt so einen großen Standspiegel, den du irgendwo hinstellen kannst. Den hatten wir auch bei uns in der Gedrobe, was auch ausreicht. Und irgendwann kam unser artist Care Betreuer und meinte, ey, wir haben hinten im Lager noch einen Schminkspiegel gefunden. So. Ähm, Habt ihr vielleicht Bock, dass wir den bei Juju reinbringen? Ich sag, so, das wäre mega, das wäre total geil. Ja, der ist nicht mehr so geil und die Lampen sind auch nicht mehr ganz so hell. Ich so, ey, alles cool, wenn ihr den reinbringt und der funktioniert, ist das voll geil. So Kleinigkeiten, weißt du? Wir hätten das garantiert nicht bekommen, wäre ich da morgens reingegangen, so hört mal zu, ihr Arschgesichter, ich möchte jetzt sofort alle meine Pässe haben, ich will jetzt, jetzt duschen, ich mit 50 Handtücher haben, bumm. So, dann hätte es das nicht gegeben. Ganz einfach, so, ne? Und das meine ich mit so Kleinigkeiten. Die Leute merken sich das halt und gucken halt auch immer, immer total nett. Und auch wo wir zur Bühne hin wollten, wir hätten auch laufen können. Wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber es war halt ähm, super voll zwischen der Bühne und dem Adelscare. Das sind so laufend drei Minuten, circa. So, es ist nicht weit. Aber wenn da gefühlt 250 Menschen sind, die natürlich deine Künstlerin kennen und nicht kapieren, dass du gerade zur Bühne musst, wollen die natürlich Fotos machen und halten dich die ganze Zeit auf. Und dann haben wir uns überlegt, okay, dann fragen wir doch, fragen wir doch mal nach, ob wir äh, zwei Securities bekommen, die halt mit uns laufen. Ne? Einmal so, dass wir einfach durchlaufen können. Und dann Sachen, die beim Adelscare, ja, können wir machen. Wir können euch aber auch einfach einen Shuttle geben. Und ich so, ja, aber das sind ja nur drei. Also, also, das, das ist eine Minute mit dem Auto so. Sehen. Naja, es ist schon, ist, schon, ist schon sehr voll und wir können einfach hinter euren Container fahren. Dann braucht ihr einfach nur, nur die Treppe runter, ab ins Auto und ihr seid sofort bei der Bühne und, und, und euch nervt keiner. Ich so, wenn das für euch cool ist, nehmen wir das natürlich gern an. Dann müssen wir halt nicht durch die Menschen durch. So. Aber sowas kriegst du dann halt auch in Anführungsstrichen, wenn du halt nett bist. So. Weil man muss ganz klar sagen, Juju war halt kein Headliner. Ne, es waren noch zwei, zwei, zwei Acts vor uns, die Headliner waren, also Headliner und Co-Headliner und davor haben wir gespielt. Ähm, die hätten auch sagen können, nee, Shuttle geht gerade nicht, weil es halt geht gerade halt nicht, müsste halt zwei Sekus nehmen. So, weiß ich nicht. Das sind so die Kleinigkeiten, die, die die ich gut finde und die kann man besprechen und die kriegt man dann, wenn man einfach netter Und, und allein, ist. vor allen Dingen, manche Leute merken sich das ja auch über Jahre. Mhm. Es war total äh, faszinierend für mich, weil ich auf einem Superkunstfestival mit Odwell gespielt habe und ähm, ähm, bevor wir gespielt haben, war die Seko, die vorne stand äh, und hat mit mir in dem Sinne schon gesprochen, ja, und was wird heute, was wird heute passieren? Wieso <laughs> gucken wir ins, so, ach du! Mhm. So, ja, Mann, ja, letzte, let, letztes Jahr fand ich, fand ich ja schon richtig geil, waren irgendwie zu wenig Leute da, aber heute wird richtig geil, oder? So, ja, heute wird richtig geil. Brauchst du noch irgendetwas so? Und es war so dieses, hey geil, der, der, der weiß das noch vom letzten ja. Jahr. Dass man mit den Sikus vorne total mhm. cool und, 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 und nicht homie-mäßig, aber also sehr respektvoll ja. miteinander umgang ist und die merken sich das halt ja. auch. So im Nachhinein denke ich halt auch so, ja, irgendwann sind die Menschen, die jüngeren Menschen, die halt vielleicht nur normale Hands oder Sikus sind, auf großen Bühnen dann aber auch für. Produktionen mhm. halt denn zuständig und die wissen das dann mhm. immer noch, wie sie sie vor drei oder vier Jahren behandelt haben. Ja, hast, aber genau so genauso ist es. Und vor allem, du siehst die Leute ja auch immer wieder, die, die, die irgendwie Artist Care machen. Ja. Die siehst du ja auf anderen Festivals wieder und dann merken die sich halt so, ey, die Produktion war letztes Mal cool, ne, sind jetzt bestimmt auch cool. Und dann funktioniert das Ganze. In Münster war es genauso. Wir haben Samstag in Münster auf dem Concrete Festival gespielt. In Münster gibt es ja da das großartige Wainstream Festival, mhm. was es seit Jahren gibt: Punkrock, Hardcore, was auch immer. Und die haben einfach die Bühnen stehen gelassen und haben dann eine Woche später halt. Ein Concrete Festival gemacht, da hat Provinz gespielt, äh, wir haben gespielt, SSIO war dabei, Kafkaes, äh, Ali Neumann und ne, immer auf die haben zwei Bühnen nebeneinander und dann hat immer eine Band gespielt, eine aufgebaut, und dann ging das immer immer hin und her. Und äh, das machen halt die Leute von Kingstar, hier aus Hamburg, so oder auch aus Münster, wie auch immer. Und das war auch einfach wahnsinnig, wahnsinnig toll, weil die waren alle auch total nett und hatten Bock. Und ähm, es war ein nettes, nettes Hallo am Morgen. So das Catering war der Oberhammer. Also das Catering beim Concrete Festival war, Alter, wie gesagt, Hurricane Southside, fahrt vielleicht mal zum Concrete und guckt euch mal das Catering an, wie man es machen kann und wie es geil ist. Ähm, das war wirklich wahnsinnig toll. Und alle waren auch so, so nett und lieb und die hatten um 11 Uhr hatten die halt. Garderoben-Curfew, weil die haben wirklich an dem Abend abgebaut, das Festival einmal, so komplett. Und dann mussten wir um 11 Uhr aus den Garderoben raus, das haben wir auch alles hingekriegt und ich wollte halt auch, dass wir früh raus sind, damit die Leute halt vernünftig abbauen können, weil ich finde, es gibt nichts Ätzenderes, als wenn du auf Curfews und auf Zeiten von einem Festival scheißt, weil diese Zeiten haben ja immer einen Sinn. Ne? Also wenn das heißt, ihr wäre geil, wenn ihr um 11 Uhr aus den Garderoben raus seid, wenn, dann, wenn man um Film nach 11 Uhr raus ist, steht das auch kein. Aber die haben halt schon, während wir gespielt haben, haben die halt schon Sachen abgebaut auf dem Festival. Weißt du, weil die haben ja auch dann nur bis morgen 6 Uhr Zeit den Platz halt wieder so zu hinterlassen, wie, wie, wie er vorher war. Und ich finde es immer super unnötig, wenn es wenn, äh, dann irgendwelche Bands oder KünstlerInnen gibt, die meinen, wir scheißen halt auf Zeiten und bleiben hier bis 3 Uhr morgens und machen es den Leuten, die halt hier abbauen müssen, halt nochmal extrem schwer. Und äh, darum bin ich immer großartiger Fan davon, wenn, 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 wenn sowas passiert, dass man halt dann auch wirklich pünktlich um kurz nach 11, 11 Uhr raus ist. Waren wir auch. Dann konnten die unsere Garderoben schon mal komplett sauber machen und ausräumen und fertig machen. Wir standen noch draußen, haben noch ein bisschen geraucht, noch mit der Bonescrew da irgendwie so ein bisschen was gemacht und dann sind wir um Uhr vor eins halt in den Bus eingestiegen und sind abgefahren und dann kam von King's Seite halt auch nochmal so, dass das total cool war, dass ihr die Ersten wart, die rausgegangen sind, weil dann nämlich auch alle anderen Bands gesehen haben, oh guck mal, die Produktion haut schon ab, vielleicht sollten wir jetzt auch mal langsam den Weg nach Hause antreten und es ist ja wirklich so, wenn keiner geht in einem Backstage, bleiben alle da, weißt du, das, ne? das, das ist ja so ein, so, 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 wie nennt man das, so, 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 so ein Herdending es ist genauso, wenn wir vor unserem Nightliner stehen und äh, wir würden gerne abfahren, aber alle stehen noch draußen, geht halt keiner rein. So, darum schicke ich meistens die Schuhe halt schon mal rein. Dann sieht dann sieht unsere Band und, und unsere Künstlerinnen dann schon so, oh, die gehen ja alle im Bus rein. Äh, jetzt sollten wir auch mal reingehen. Aber wenn alle draußen stehen und nur ich stehe im Bus oder nur Robin unser Produktionsleiter, dann kommt halt keiner rein, <laughs> weil die denken so, die stehen immer im Bus rum. So, ne, das ist halt auch immer so. Wenn der König oder die Königin die Party verlassen haben, ja. dann ist äh, das ist jetzt auch Zabduster. Äh, ich habe SSEO gesehen äh, auf dem Concrete Festival in Münster und es war großartig. Wenn ihr jemals die Chance habt, SSEO zu sehen, guckt euch das bitte an. Der Typ ist so unfassbar witzig und nimmt sich einfach selber kein Stück ernst. So haben wir das zumindest wahrgenommen. Es war wirklich großartig. Alleine wie er angekommen ist. Ich bin gerade aus dem Backstage raus und wurde zu unserem Liner. und dann ist da so ein orangener. Lamborghini vorgefahren, so mitten vor den Eingang, so einfach überall Parkplätze frei, nein, mitten vor dem Eingang geparkt und dann steigen da halt so vier Dudes aus und er halt auch und ich, ob es seine Leibwächter waren, keine Ahnung, ähm, aber die sahen auch alle schon so witzig aus, also die sahen überhaupt nicht böse aus, also nicht, nicht, dass du gedacht hast, so, uh, jetzt kommt aber hier, ja, wie sieht denn das aus, so die 187 Bande kommt irgendwie an, nee, nee, die sahen alle super witzig aus und der war auch, glaube ich, 20 Minuten vor Stage Time da, ist halt sofort zur Bühne, ist aufgetreten, ist, hat auch, ist auch wieder gefahren gefühlt so aber das Konzert war mega gut also wenn ihr äh, Zeit und Muße habt euch SSJ-Ohren zu gucken guckt euch auf jeden Fall SSJ-Ohren. es war ein richtig richtig gutes Konzert man muss seine Texte auch nicht kennen also man muss den Typen nicht kennen ähm, ich kenne auch nur zwei drei Songs aber das war wirklich gut ist der Hellgeschneider des deutschen <lacht> <lacht> des deutschen ja ist ganz cool ja so, so, so kann man sagen Provinz habe ich auch gesehen nur von der Bühne so, ich glaube eine halbe Stunde ähm, ich verstehe Provinz jetzt was ich gut finde also Weil ich, er nicht so genuschelt hat, oder was? Nee, nee, ich verstehe, warum das live so gut funktioniert. Weil also ich habe irgendwie so auf Platte, ich nenne es mal auf Platte, also auf Spotify, habe ich halt irgendwie drei Songs in meiner Playlist, die ich cool finde. Ähm, aber live ist das halt nochmal anders und ich habe zum ersten Mal live gesehen und das war äh, richtig gut. Das hat richtig Bock gemacht. Geile Band, geiler Sänger, alles top. So, das war richtig schön. Das hat richtig Bock gemacht. Ali Neumann habe ich gesehen. Verstehe ich nicht. <laughs> Verstehe ich einfach nicht. Es ist Musik, die ich auf Spotify nicht verstehe, die ich live nicht verstehe. Das ist so 90er Jahre Indie-Rock. Ich glaube, das ist einfach ein, ein, ein Gesamtprodukt. Äh, Ali Neumann ist, glaube ich, eine Person, die dann auch irgendwie wahrscheinlich auch noch in zwei, drei Jahren in der Bunten ganz gut funktioniert. Das weiß ich nicht. So, so und. Ähm weil sie ja auch äh, noch äh, als Schauspielerin unterwegs ist mhm. und äh, ich glaube Synchronsprecherin. Also sie macht irgendwie alles. Ja. Wahrscheinlich macht sie halt auch irgendwas für Wella. Ja, kann sein. ich glaube sie macht sogar was für Wella. Kann sein. Irgendwie was äh, hier als Influencerin. Ja, ja. Hier äh, London windig. Mhm. Paris Stürbisch äh, und äh, Deutschland aber was ich, 1 zu 2. was ich noch sagen wollte, wir hatten letzte, ja, die letzte Woche ja das Thema äh, Icky Mill mal ganz kurz, kurz, kurz angesprochen, die auf dem Splash gespielt hat. Hast du es auch nicht verstanden? Doch, das, das, das habe ich das, Die habe ich ja schon auf dem auf dem Lido Songs gesehen, das habe ich total verstanden, warum das funktioniert. Und die hat auf dem Splash, ich glaube Freitag oder Sonntag gespielt und die hat im Backyard gespielt. Du ähm, musst dir vorstellen, der Backyard ist eine rela rela relativ kleine Bühne, auf der rechten Seite ist halt wirklich eine, eine, eine Mauer, die einmal komplett durchgezogen ist nach hinten. Und die, die linke Seite haben sie halt mit Containern vollgepackt. Also es ist halt schon sehr eine sehr kompakte Bühne. Da passen vielleicht so. Ich glaube, wenn ich 2000 Leute sage, ist das schon ganz schön viel. Aber so, so um den Dreh passt da so rein. Wie die Reva-Stage auf dem Deichbrand. Ja, genau. So, ja, nur halt wirklich eingepackt. Ne? Also links Container, rechts Wand. Also da gibt es nicht viel, wo du irgendwie rausrennen kannst. Das ist auch schon so notausgangsmäßig auch schon ein bisschen, bisschen tricky. Ähm, auf jeden Fall hat sie da gespielt und es war, halt, es war halt viel zu voll. Die Leute sind wirklich auf die Container geklettert. Die Leute haben die Sekus umgerannt, um da halt noch reinzukommen. Und die hat halt den kompletten Laden abgerissen. ski ist auch noch gekommen, Special-Auftritt, hat diesen Deutschland-Song gesungen. So. Also da war wirklich völlig. Abriss. Also, die war wirklich völlig fehlplatziert auf dieser Bühne. Völlig, also völlig fehlplatziert. Da hätte ich nach diesem ganzen TikTok-Hype, den sie da hatte nach diesem Song, wo alle Feministinnen auf die auf Barrikaden gegangen sind, dass man das nicht darf und so, ähm, hätte ich die halt safe auf, die, auf, auf eine andere Bühne geknallt. Also auf jeden Fall. Also das wäre noch voller gewesen und noch krasser gewesen, auf jeden Fall. Das fand ich schon sehr krass und also sehr gefährlich, auch was, wie das da so aussah. Das war, also auch die Videos, die man von vorne sieht, wenn die Leu 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 Leute gefilmt haben, ähm, da war schon Angst in den Augen der Security, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das war schon echt dolle. Das darf man aber nicht. Das darf man nicht? Das darf man aber nicht. Nee, nee, das darf, man nicht. Eine das darf Frau, man nicht. Eine Frau darf definitiv nicht sagen, dass sie gerne möchte, dass sie gefickt wird. Das darf sie auf gar keinen Fall sagen. So, also ich sag mal so, Männer dürfen das in den Texten auf jeden Fall schreiben und, 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 und rappen, dass sie möchten, dass die Frau das bitte möchte, auch wenn die Frau das nicht möchte. Aber eine Frau darf auf gar keinen Fall sagen, dass sie das möchte. Definitiv nicht. Und dass sie Drogen nimmt, darf sie auch nicht sagen. Auf gar keinen Fall. Das, das, das darf gehen. man aber nicht. Nein, das darf man aber nicht. Das darf Was man aber für nicht. für scheinheilige. Menschen, die sich da auf TikTok so, dann so, hm, das darf man aber nicht sagen. Doch klar, darf sie das wurde sagen. Wurde mir übrigens gesagt, was? Das darf man aber nicht. Das, das wurde von wem? Äh, sagen wir mal so, von äh, Anhängern des FC St. Pauli. Nein, doch. Weil ich äh, mir, ähm, äh, weil ich äh, mir quasi gesehen äh, in dem letzten Video, was ich gemacht habe, ein Kleid angezogen habe. Und als, Ach, bei als, deinem Video? Ja, okay, okay, okay. Als, ich dachte, als, als, noch bei als, ich Entschuldigung. Nein, nein, nein. nein. <lacht> Ernsthaft. <lacht> ja, ja. Äh, als dass ich mich als Drag verkleidet habe. Da hat es auch nichts gebracht, dass ich gesagt habe, ich habe aber eine Drag-Person, äh, die selbst beim Videodreh dabei ja. gewesen ist, äh, habe ich gefragt, ob ja. das für mich als, äh, Künstler, als Künstler, ob ja. das eigentlich okay ist, weil es ja nicht ist, dass ich äh, das so ähm, als lustig-Haha-Gag-mäßig, mhm. 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 äh, äh, wir machen drei Punk-Akkord und was, was machen wir als Highlight des Videos? So, ziehen wir uns als Frauen an, haha. Ja. Sondern es war ja wirklich gedacht so als, als Drag-Person. Quasi den aufzutreten und das gab dann, äh, sagen wir mal, äh, den ein oder anderen bösen. Ähm war die linke Bubble nicht erfreut? Die linke Bubble war nicht so richtig erfreut. <laughs> ja, da kann die linke Bubble sich aber auch einfach mal verpissen mit ihrem <laughs> scheiß engstirnigen Rumgequatsche. Das, also es das ist, ich weiß gar nicht, was gerade los ist bei den Leuten. Was ist denn was, was ist denn da falsch? Ich weiß es auch nicht. Ich Wie kann man sich denn über so eine Scheiße aufregen? da habe ich auch gesagt. Also mal ehrlich, dann verpisst euch doch bitte einfach. Also wirklich jetzt? Alter, boah, das ist ja... <laughs> boah, Alter. Boah. Ja so. geil. Ja geil. Aber hab ich habe hab ja. ich, hab ich auch gedacht. Also wirklich. Das sind, das, sind, das sind genau die Mädels, die sich bei TikTok hinstellen und sagen, das was Icky da gerade macht, das darf man nicht. Das darf man aber nicht. Sowas darf man als Frau nicht sagen. Doch, <laughs> ja. doch, einfach, doch. Darf man, soll man laut, bitte, genauso wird Hört auf zu heulen. Wirklich, hört bitte einfach also auf. Als wenn zu heulen. wir nichts anderes zu tun hätten und als gegenseitig zu zerfleischen, oder? Ah, ja. Ja, das ist ja, genau, das ist das Problem. Kümmert also, euch links, um die Links zerfleischt äh, zerf sich selber, äh, äh, ja. Zerfleischt selber ja. und sagt einfach, du bist aber nicht links genug. Aber so, das genau. was, du ja, bist, ja so was, was, was du mal machst ist, das ist immer nicht links genug komm, das komm, muss aber noch ein Linker sein verpiss dich bitte einmal ey. während rechts von der anderen Seite sagst ja komm rein ja ja genau so, ja mm, komm, hier, komm ist, rein. Schön, hier ist schön der Gedanke ist gar nicht mal so ja, schlecht genau komm rein wir haben immer noch einen Platz für dich wow, Alter, ey. Also, nervt mich das ja natürlich weil auch für sowas von, wir haben genug andere Probleme dass du dir ein scheiß Kleid anziehst. <laughs> ja, oder das EG sagt, sie möchte gebumst werden. Wir haben echt andere Probleme, Mann. Wirklich. Wir haben wirkliche Probleme. Und nicht so eine Scheiße. Ist das nur Feminismus? Nee, das ist kein Feminismus. Mehr halt deine Schnauze. So, halt einfach deine Schnauze. Darf sich der Typ jetzt ein Kleid anziehen? Halt deine Schnauze. So, äh... Oh. Oh. <laughs> Boah, ich bin gerade so sauer, ey. Alter. Eieiei. Du hast aber ja. Glück gehabt, dass ich nicht mit dabei war, weil ich glaube, da wäre ich echt, da wäre ich richtig ausfallen geworden. <laughs> da wäre ich richtig ausfallen geworden. Ja, er muss ja nicht ausfallen werden. Ich habe das schon. Ich, ich habe das dann auch noch versucht zu erklären, beziehungsweise noch sogar gesagt, so, ey, Leute, so, ähm. Ich ich weiß, ja, ja. dass es vielleicht, vielleicht, ich, ich denke, auch, vielleicht kommt es ja nicht so rüber. Ich habe ja nicht darauf geschrieben, dieses Video wurde von jemand, von einer Transgender Person abgenickt. Oder dieses Video wurde, habe ich ja nicht gesagt. Vielleicht, nee. ist es ja, vielleicht kommt es ja von außen, aber dann denkst du halt einfach, vielleicht beschäftige ich mich ein bisschen, mich ein bisschen mehr mit dem Künstler und äh, schaue mir seine Texte an und äh, schaue, wie passt, passt der überhaupt fast er überhaupt in dieses Konstrukt halt überhaupt hinein oder äh, vielleicht einfach bevor man bevor man den Mund aufmacht ähm, zweimal drüber gucken oder dreimal oder vielleicht auch nicht den Mund nicht aufmachen oder vielleicht sich einfach freuen dass da dass da wieder einer in der Bubble ist der nochmal mal seinen Mund aufmacht solange solange wir das noch können Schrecklich, oh, oder? schrecklich, ey. Ach, Daniel. Ja. Liebe Leute, es tut uns leid, dass es heute so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Depri-Podcast geworden ist. ja naja, das ist ja kein Depri-Podcast. Du, nee, du, Depri du bist halt einfach bist halt ein bisschen durch. Du bist halt einfach du halt ein bisschen durch, willst auch Schluss machen. Ich merke das schon, du holst jetzt gerade dein Handy raus, möchtest gerne ein paar Songs auf die assack Nacht nachtasyl, <lacht> 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 nachtasyl <laughs> playlist packen, so damit du dir denkst, komm, ich muss hier raus, ich muss hier weg. <laughs> nein, das hat damit nee, nichts zu tun, nee, aber ich finde Nein, nein, ja, nein. Du, aus dir kommt heute nichts... Aus dir kommt heute nichts Fröhliches raus. Genau, heute kommt leider aus mir nichts Fröhliches raus. Ihr wisst ja sonst, dass, dass ich die Fröhlichkeit in Person bin. Äh, und okay. und äh, Da kann man so lange quetschen, wie man will. Nee, heute heute, heute ist wirklich kein guter Tag und äh, nächste Woche wird auf jeden Fall äh, besser ein besserer Tag. Ja, auf jeden Fall. Das kannst du jetzt aber so versprechen. Das sind die, Woche die verlorenen nächste. Versprechungen von Daniel Hödmann. Ja. Ja. Die, verloren die, ja, die, die verlorenen Tagebücher, Die verlorenen Versprechungen von Daniel Hüttmann. Ja. Sei, sei froh, dass du halt mit Juju unterwegs gewesen bist und nicht mit Großstadtgeflüster, weil dann hätte ich dich wieder äh, genervt, wo eigentlich das Interview von Großstadtgeflüster ist, ja, was du mir ja seit ist, das, langer das, Zeit das versprochen jetzt hast. Das ist am Wochenende, mein Freund, haben wir noch Zeit. Das werden wir machen. Äh, liebe Leute, wir haben da eine wunderbare Playlist, die da heißt Astrakulade Nacht, alles liebe. Und da wünschen wir uns immer Songs drauf, die wir ganz toll finden. Und das machen wir heute natürlich auch. Und ich wünsche mir einfach aus gegebenen An An Anlass, einmal von äh, Jupiter Jones ähm, das zu wissen. Und das Jahr, in dem ich schlief, einfach weil ich wieder angefangen habe, Wahnsinnige wahnsinnig viel Jones zu Ich weiß gar nicht, warum das passiert ist. Und ich wünsche mir einfach äh, von Chiago und Ikimel Deutschland. So, jetzt haben wir den Song auf unserer Liste. Jetzt gehen nach vorne. Äh, ich <laughs> wünsche mir von Irubique. Oh. Weil. Ähm ich bin am Wochenende mit Freunden umgezogen, weil das passiert immer noch, dass Leute mich fragen, äh, du äh, hast du mal Bock, mir zu helfen. Und um für die Pizza geht? macht er alles. <laughs> für, für, eine, für, eine, für eine Pizza für, und Sixer. Für Pizza, Pizza und Sixer. Äh, für, Pizza, für Pizza und ein Sixer. Ja, ja. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Titel für das einen Song. Ist super. Für ich Pizza und noch Sixer. Nicht, das ähm, das habe ich jetzt gerade für mich geclaimed. Okay. Ähm, Easy Mobisi von Aerobeak. Mhm. Easy Mobisi. Und dann äh, wünsche ich mir noch des äh, weiteren. Ähm, ach, weil es ein total toller Fußballsong ist von Ketka. Heißt es Die Mannschaft? Kenne ich nicht. Ähm, Liebling, ich bin gegen Deutschland. Boah, keine vor, Ahnung. Vor, dem, vor dem vorletzten Album ja, von Ketka. Ich glaube die Mannschaft. Die Mannschaft. Ja, ne? ich glaube schon. Muss man, äh, ja, ich glaube schon. Richtig. Äh, ich, ich glaube, heißt Ich glaube, das heißt die Mannschaft. So. Und jetzt, äh, Der Song kommt drauf. Ja, und dann. Ähm, dann sagen wir halt einfach Tschüss Toni Groß. weil ja. jetzt, er hat jetzt halt das letzte Spiel gehabt. Er wird seine, ja. er wird seine, er wird seine Fußball, Fußballschuhe an den Nagel hängen. Wird nur weiter Podcasts machen wahrscheinlich. Ja. Und äh, wie alle anderen Fußballer ständig bei irgendwelchen Sportschauen Kommentator sein, richtig noch und und vorbeikommen was. und was ja. Intelligentes sagen. Ja. So genau wie Thomas Müller, der halt auch unter Tränen dann äh, sagt ja. Tschüss Tschüss Thomas Müller. Manuel Neuer wird gehen. Ja. Der, Aber also das wird seine letzte. Ne, ich meine, der hat halt auch 38. Das heißt sozusagen Tschüss. Oh. Tschüss, die alten Leute. Und vor allem vor drei, drei weiße Männer gehen aus der Fußballnationalmannschaft. <laughs> Und es wird mehr Zeit für, 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 für ähm, äh, People of Color. Einfach mal so, mehr. da kann sie die deutsche Kartoffel wieder aufregen bei ZDF, dass einfach zu viele äh, Nicht-Deutsche in der Mannschaft sind. <lacht> <lacht> Diese Umfrage war einfach so lächerlich. Die war einfach so lächerlich. Wünschen sie sich ah, ja, mehr ja. weiße Leute in der Nationalmannschaft? Ja! <laughs> Deutschland, ja! <laughs> Ja. Oh, Dabei ist war Antonio Rüdiger der witzigste Mensch. Der kneift, ne? Hast du, der, der kneift. Ja. Habe ich, wenn der, wenn er wenn er so von hinten kommt und jemand so, ne, und dann, dann kneift der die. Die kneifen. Ja. Habe ja. ich aber auch jetzt gehört von aber Leuten, kacke die, ist das. Die Handball spielen. Gerade wenn, wenn ähm, die Abwehrspieler, mhm. die sind halt. Äh, am, wie heißt denn das, am Ring oder an, ja. dieser, an dieser, an der, an der Phantomzone? Also da, wo halt, äh, wo halt Abwehr <laughs> stattfindet. Das hat die ganze Zeit immer gekniffen mm -hmm. von der Seite. Mm -hmm. Und zwar auch so, dass es halt für längere Zeit wehtut. Ja, nicht nur so kurz mit nee. Zwicken oder so, sondern wirklich, so, 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 so von dem Spielt Fußball, die Idioten. Oder Handball. Lass das kneifen. Ich würde mich, ich wenige wenige mich kneifen. so aufregen. mich, auf, wenn mich, der, kneifen hat mich ja. Schiri, der hat mich gekniffen, Der hat weißt mich gekniffen. du das sau weh? Ja. Ja. Und äh, wenn das nicht mal hier vom äh, VAR, ja, ne, dann wird so. er gesehen, ne? Wenn er gekniffen wird. Ja. Aber Hauptsache hier kein Handspiel und so. Aber kneifen geht. Aber kneifen geht. Ja. So, also liebe Leute, Bis nächste wir Woche. hören uns nächste Woche und äh, dann hat auch Daniel wieder gute Laune, ja. um zu sagen: ah, Das ist wieder Astra Colada Zeit, meine Lieben. Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns. Tschüss. Oh, yep yeah.